Neben der Frage des Anteils an der HSH Nordbank gibt es weitere Mängel am Konzept der Neuausrichtung der Bank und einen, ich sage mal, Konkretisierungsbedarf, den wir aber jetzt auch mit unserem Antrag benannt haben. Dazu gehört die vollständige Transparenz bei der Trennung in Kern- und Abbaubank, die Verbesserung der Informationspolitik gegenüber Parlament, insbesondere der Bürgerschaft, die Beteiligung der Bürgerschaft an der Ausgestaltung des Garantievertrages und auch die Vereinbarung zur Vergütung und Abfindung von Vorständen und ein Verbot von sogenannten Organkrediten an Aufsichtsräten. Und schließlich müssen wir uns auch heute schon Gedanken über die Zukunft der Bank über das Jahr 2012 hinaus machen. Denn die HSH Nordbank wird in einem sehr hohen Maße eine auf Schiffsfinanzierung spezialisierte Bank sein. Das macht sie, wie in der jetzigen Situation, besonders krisenanfällig und ihre Kapitalbasis bleibt ja trotz unserer Kapitalzufuhr äußerst knapp. Letztlich droht also immer noch weiterhin eine Schließung der Bank. Daher muss die Bank in eine wirtschaftlich dauerhaft tragfähige und stabile Einheit integriert werden. Und kann nicht allein nur Senatsentscheidung sein und es kann nicht Aufgabe der Bürgerschaft sein, diese Senatsentscheidung abzunicken, sondern die Bürgerschaft ist, anders als bisher, auch auf Grundlage unseres Antrages frühzeitig daran beteiligt. GAL und CDU übernehmen nun im Wesentlichen unsere Forderungen. Und deshalb liegt heute auch ein interfraktioneller Antrag zur Entscheidung vor. Und es wäre vermessen, es wäre gar gelogen, wenn ich sagen würde, dass dies für meine Fraktion eine leichte oder einfache Entscheidung gewesen wäre. Im Gegenteil. Und ich will mit einem Augenzwinkern sagen, nicht wenige meiner Fraktion war besonders skeptisch, weil die CDU und die GAL ein solches Entgegenkommen signalisiert haben. Und nicht wenige sagten, na ja, wenn die uns so weit entgegenkommen, ist der Druck wohl auf der Leitung noch ein bisschen höher. Trotzdem will ich sagen, dass die Gespräche, die wir geführt haben, in einer ernstzunehmenden und anständigen Art und Weise geführt worden sind und sie sich wohltuend vom Stil dieses Senates abgehoben haben. Aber am Ende haben wir uns in der Fraktion einmütig, einstimmig entschieden zuzustimmen, denn auch ohne unsere Initiative würden wir heute über ein 13 Milliarden Euro Paket abstimmen, ohne dass eben klar wäre, dass Herr Flowers nicht erheblich am Einfluss verliert, dass es eben weiterhin Bonis an Vorstände und Management gäbe, dass es weiterhin Organkredite an Aufsichtsrat gäbe, dass die Informationsmöglichkeiten der Bürgerschaft weiterhin so schlecht wären wie in der Vergangenheit und auch, dass das Thema betriebsbedingte Kündigung nicht den Stellenwert haben, wie wir ihn für richtig halten. Und deshalb sind wir auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in gewisser Weise stolz darauf, dass wir die Kraft gehabt haben, heute Ja zu sagen und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Man hätte es sich in der Opposition einfacher machen können. Ich will aber auch deutlich sagen, der Karren ist von diesem Senat in den Dreck gefahren worden. Wir verweigern uns jetzt nicht der Entscheidung, mitzuhelfen, den Karren wieder flott zu bekommen. Wir stehen am Ende, trotz der unzureichenden Informationen und trotz auch noch nicht wirklich abschätzbarer Risiken, zu unserer Verantwortung, zur Verantwortung gegenüber der Bank, zur Verantwortung gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und werden dem gemeinsamen Antrag und dem Ergebnis auch der Drucksache des Senates zustimmen. Herr Kerstan, Sie haben ja mal in der Debatte, und wir haben ja schon viele Debatten über dieses Thema hier geführt, für mich sehr zutreffende Sätze formuliert. Ich will sie zitieren. Wir müssen jetzt zuerst die Bank wieder handlungsfähig machen und wir müssen uns dann darum kümmern, wer für die Krise die Verantwortung trägt. Genau das ist, glaube ich, die Erwartungshaltung der Menschen in unserer Stadt. 3 bis 13 Milliarden Steuergelder gehen in eine Landesbank, die dieser Senator noch vor 3 Monaten als kerngesund bezeichnet hat. Hier müssen die Ursachen des finanziellen Desasters und auch die Verantwortlichkeiten geklärt werden. Und ich hoffe, und das sage ich nicht nur in Richtung der GAL, das sage ich auch in Richtung der CDU, dass ihre Einstellung zur Aufklärung sich nicht ändert, wenn diese schwierige und teure Entscheidung erstmal getroffen worden ist. Und es ist deshalb aus unserer Sicht auch notwendig, im dritten Schritt, nachdem wir jetzt diese Rettungsaktion gemeinsam auf die Schiene gesetzt haben, wir uns darum kümmern, wer Verantwortung für die Krise trägt, im dritten Schritt eben auch auf der Grundlage einer schonungslosen, und ich sage das auch, weil ich dieses Argument ja kenne, auch vom Senator, einer vom Parteibuch unabhängigen, schonungslosen Fehleranalyse wirklich wirkungsvolle Fehler- und Kontrollmechanismen zu entwickeln, um unsere Stadt und um die Steuerzahler in Zukunft vor einem erneuten Finanzdesaster dieses Ausmaßes zu schützen. Und dieses Ziel müssen wir uns alle setzen. Da steht die Bürgerschaft als Ganzes in der Verantwortung. Und deshalb wird meine Fraktion
Zur Aufarbeitung, aber auch zur Erarbeitung solcher Lösungs- und Kontrollmechanismen, einen Untersuchungsausschuss zum HSH-Nordbank-Skandal und HSH-Nordbank-Desaster einsetzen. Wir müssen alles tun, damit wir eben nicht mehr in eine solche Situation geraten werden. Und Hamburg darf nie wieder durch das Versagen Einzelner, Herr Freitag, in eine solche Situation, in eine solche schwere Krise geraten. Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen eine Fortführung der HSH Nordbank. Aber wir knüpfen unsere Zustimmung zu Ihrem Sanierungskonzept an die genannten Bedingungen. Wir sind bereit, dem Zuschuss von 3 Milliarden Euro Kapital und der Übernahme von 10 Milliarden Euro Garantie zuzustimmen. Obwohl damit erhebliche Risiken verbunden sind und obwohl auch bei einem Anhalten der Krise die Schließung der Bank immer noch droht. Weil es aber zu diesem Konzept nur die Alternative gibt oder Alternativen gibt, die noch weitaus risikoreicher und damit am Ende weitaus teurer sein könnten. Ich gebe zu, befriedigend ist das nicht, aber Befriedigung ist auch nicht der Maßstab für verantwortliches Handeln. Und deshalb ist es heute eine schwere Entscheidung, aber für uns Sozialdemokraten in diesem Parlament ist eben nicht Opposition, sondern Regierungsverantwortung Maßstab unseres Handelns. Und das gilt umso mehr in solch schwierigen Zeiten. Vielen Dank.